2010 beschloss der Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee am Audit Familienfreundliche Gemeinde teilzunehmen. Klagenfurt wollte die erste Landeshauptstadt sein, die das vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und vom österreichischen Gemeindebund verliehene Gütesiegel Familienfreundliche Gemeinde erhält. Die Verantwortung für das Zertifizierungsverfahren übernahm die Familienreferentin. Die Durchführung wurde dem Familienservice der Stadt übertragen. Fragebogenaktionen, Workshops und Fachtagungen wurden durchgeführt. Die Bevölkerung beteiligte sich rege. In den folgenden Monaten durchleuchtete eine Gruppe aus Experten und Expertinnen die Angebote für Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren und Seniorinnen und Menschen mit Behinderungen in der Stadt. Klagenfurt hat eine Menge zu bieten. Die Projektgruppe schnürte aus über 300 Ideen, die auch aus der Bevölkerung kamen, ein Paket aus 12 Maßnahmen. Das Ziel? Erreichtes zu erhalten und Lücken zu schließen. Die Maßnahmen betreffen alle Generationen. Sie wurden vom Stadtsenat einstimmig beschlossen und werden in den kommenden 3 Jahren umgesetzt. Das Gütesiegel Familienfreundliche Gemeinde bestätigt. Klagenfurt ist Österreichs erste familienfreundliche Landeshauptstadt.